Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3. Wir befinden uns jetzt hier im dritten Kapitel der Nachtelfenkampagne. Das nennt sich Storm Rage Erwacht und spielt am nächsten Tag am Rande des heiligen Mondmoors. Wie immer ein schönes Intro, das schauen wir uns erstmal an. Da Cenarius tut es, liegt es an uns, die Droiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Mondmoorinsel bergen. Nur sein Ton kann die Droiden aus ihrem Schlummer wecken. Aber Priesterin, die Orks haben eine primitive Siedlung auf der Insel errichtet. Wir müssen kämpfen und sie überwinden, wenn wir Cenarius Horn erreichen wollen. Priesterin Tyrande, Elun sei Dank, wir haben euch gefunden. Die Untoten rücken auf die Grabhügel vor. Die Hügel scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Furion Stormrage. Er ist der weiseste und mächtigste aller Druiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir uns sputen, wenn die Untoten diese Höhle erobern, bevor er geweckt wurde. Lasst uns eilen, meine Schwestern. Furions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. So, dann befinden wir uns jetzt auch in der Mission. Und in dieser Mission müssen wir wirklich ein bisschen Gas geben. Weil nicht nur, dass die Orks eine Basis zwischen uns und dem Horn gebaut haben. Nee, gleichzeitig sind auch noch die Untoten hier unterwegs. Und fangen an... Hallo? Ja, Brian, schön. Und fangen an, hier die Bäume zu fällen. Und natürlich in die Nähe dann von unserem Grabhügel hier zu kommen. Darin ist dieser Stormwitch, den wir erwachen wollen, oder Furion, oder ach, was weiß ich, wie der Typ jetzt auch immer heißt. Gibt es Ärger? In dem Fall ist das dieser scheiß Druide, den wir jetzt hier erwecken wollen. Das Problem ist, sobald ich die Untoten da dran sind, bevor wir dieses Horn gefunden haben, ist der Kunde am Arsch und damit ist die Mission für uns gescheitert. So, da wir jetzt zum Anfang erstmal gar nichts machen können, gehe ich jetzt hier oben erstmal creepen. So, erobert? Weil derzeitig warte ich ja noch, dass ich hier noch irgendwelche, sag ich mal, in den Wood reinkriege. Da sollte man so 7, 8 drin stehen haben. Wie gesagt, bei den Nachthelfen immer nur die Hälfte der Ausbeute gegenüber anderen Rassen. Gegenüber den Untoten haben wir, glaube ich, nur ein Viertel der Ausbeute, da ja ein so ein Gut direkt erstmal 40 Scholz mit sich mitnimmt. So. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir 500 Gold schon. Durch die Creeps geht das natürlich wesentlich schneller hoch. Jetzt können wir sofort hier unten expandieren. Das ist auch ganz wichtig, weil wir so schnell wie möglich viel Gold brauchen, um natürlich so schnell wie möglich zu bauen. Das ist die logische Folgerung daraus, ne? So, wenn wir jetzt hier oben können, als ja, Belohnung dafür, dass wir die Creeps gekillt haben, finden wir hier oben einen Goblin-Laden. Der ist völlig umsonst. Da gibt es überhaupt gar kein nützliches Item, was man sich so holen könnte. Was die Sache hier ein bisschen einfacher machen würde für uns. Aber okay, bauen wir uns direkt mal einen zweiten Agents of War. Ziehen wir noch ein kleines Upgrade. Ach, jetzt brauchen wir noch mehr Holz dafür, verdammte Scheiße. 75 Holz benötigt das Upgrade. Ja. Warum steht er jetzt hier sinnlos rum? Ja, komm Junge, hier sammeln wir Holz. So, Upgrade ist im Bau. Unsere Expansion ist auch im Bau. Das zweite Agents of War ist auch schon am Bauen. Sieht alles erstmal wunderbar jetzt aus. Den Agent Defender, den lassen wir hier und hier, da wir hier vereinzelt Angriffe der Orks haben. Deswegen stellen wir auch hier unsere Einheiten hin, das direkt abzufangen, nicht dass sie vorher noch unsere Expansion kriegen. So, was brauche ich jetzt noch? Brauche ich mir erstmal noch ein paar Archer? Die sind nie verkehrt. Oh, was heißt Archer? Nee, wir brauchen erstmal einen Nahkämpfer. Wir bauen uns ein paar Hands. Mal gucken, was dauert. Ah, ja. Nicht genügend Gold. Was nicht genügend Gold? Ah, verdammt, 320, aber mal 220. Ja, als nächstes werde ich dann mein Utum noch ausbauen. Das ist Level 2 erreicht. Dann kann ich mich auch das Utum der Wunder bauen und damit auch diese wunderschönen Dianen hier bauen, die wir jetzt hier als neue Einheit bekommen haben. Das ist eine Dispeller-Einheit. Die kann jederzeit irgendwelche Casts, die auf euren Einheiten liegen, dispellen. So wie natürlich auf den gegnerischen Einheiten. Also negative wie positive Casts ziehen hier einfach runter. Dann haben die Sperre, die werfen, auch noch Gift. Also die machen einen Dirt, einen Damage Overtime. Und Zauberimmun sind die Viecher auch noch. Der Angriff ist jetzt nicht so stark, die haben auch nur leichte Rüstung, von daher im Nahkampf sieht es ganz schlecht aus für die, da sollte man die definitiv raushalten. Aber wenn die hinten stehen und schön dispellen, dann bringen die schon richtig was, die Jungs. So, jetzt brauche ich ja definitiv erstmal noch einen Bodenbrunnen, sonst kann ich bald nichts mehr bauen. Ach, jetzt habe ich wieder nicht genug Geld. Oh ne, jetzt hört es erstmal auf, jetzt will ich erstmal hier meinen Baum Stufe 2 kriegen. So, und dann fange ich an, irgendwelche zu bauen, um meine Explosion weiter hochzuziehen. Macht schnell! Die Göttin ruft. Zeigt den Weg! Das ist der Ruf der Natur. Ich benötige jetzt für die hier bloß noch 4 irische Einheiten hier noch im Holz drin.
Ich folge der Stimme von Elun. Hallo? Ich bin bereit. Und wenn wir hier nachher die Ork-Basis eingreifen, wir haben auch einen kleinen Trick einwenden. Und zwar werden wir dann einen Elfentower rasch machen. Der ist ja nicht so schwierig wie jetzt mit anderen Einheiten, da ja diese Agents sich bewegen können. Man muss allerdings aufpassen, man sollte definitiv alle Tower und alle Büros erstmal aus dem Weg räumen, bevor man diese Agents of, wie heißen die eigentlich, Agents of Defense, Utum Beschützer, Defend Agent, Agent wie auch immer, ich weiß es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig. In jedem Fall, bevor ihr die reinlaufen lasst in die Basis, entfernt jegliche Gebäude, die Stichschaden machen können. Weil, wenn die sich bewegen, dann haben die schwere Rüstung. Schwere Rüstung bedeutet, die nehmen bei Stichschaden erhöhten Schaden. Die gehen sowas von dermaßen schnell down, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Also da muss man wirklich drauf achten, dass sie bis zu dem Zeitpunkt, wo die sich dann setzen können, wo die dann wieder eine Gebäude verstärkte Rüstung haben und im Endeffekt dann auch ihren Belagerungsschaden machen, definitiv keinen Stichangriff bekommen. Absolut tödlich für die Viecher. So, wie sieht es mit meiner Expansion aus? Drei Irrwische sind drin, müssen wir bloß noch einen nachbauen. So, den könnten wir jetzt eigentlich schon anfangen, hier richtig schön auszurasten. Wir bauen uns jetzt mal gleich nochmal zwei Archer hier. Unser Baum ist jetzt auch gleich ausgebaut, da können wir hastig das Utum der Wunder bauen. Das ist natürlich sehr schön. Gibt es Ärger? Ich folge der Stimme von Elun. Oh, das zweite Upgrade, das Verteidigungsupgrade habe ich noch gar nicht gezogen. Das machen wir natürlich jetzt sofort. Ausbau abgeschlossen. So, ziehen wir uns jetzt noch zwei Hands. Unser Ausbau ist jetzt fertig. Jetzt können wir das Utum. Ach, nun kommen wir auf hier. Das Utum des Wissens ist das, glaube ich, nicht das Utum der Wunder. Um Gottes Willen, das Utum der Wunder gab es das bei TFT. Das war der Shop der Elfen. Ihr seid am Zug. Hallo? Ashraso. So, wunderbar, die Expansion läuft. Das Gold kommt jetzt natürlich schön schnell rein. Jetzt brauchen wir auch nochmal einen Mondbrunnen. Wir wollen ja wenigstens 70 Supply haben, die wir hier ziehen können. So, dann holen wir uns natürlich noch den verbesserten Bogen, damit die auch gleich weiter schießen können. Macht die Reiche den Bogenschützen und der Hypogryphreiter. Ja, okay, also der zählt rein für die Bogenschützen. Weil Hypogryphreiter sind ja dann im Endeffekt auch diese Bogenschützen, die auf den Hypogryphen drauf sitzen. Forschung abgeschlossen. Ich bin bereit. Gut, unser Verteidigungsupgrade ist dann auch fertig. Wunderbar, unsere Einheiten haben den 1-1. Ich folge der Stimme von Elun. Ach, bauen wir so einen Archer. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. 66 Bäume stehen jetzt noch zwischen den Untoten und unserem Druiden. Euer Gebäude ist fertig. Also müssen wir jetzt natürlich auch hastig zum Angriff übergehen. Von daher bauen wir uns jetzt gleich mal ein paar Irrwische, die wir hier im Hintergrund lassen. Die werden dann die Ancient Defender ziehen. Was brauche ich jetzt noch? Ach, ich baue mir noch ein paar Hans. Ja gut, wenn man Gold dafür hätte. Man muss auch mal gucken, die Hans kosten 225 und sind wirklich eigentlich nicht so stark. Also zeig den Weg, die Nachtelfen wirklich, wie es ja eigentlich auch sein sollte, sehr, sehr nahkampfschwach. Was ist der Ruf der Natur? Aber ja, richtig im Maikode mit diesen ganzen Ferneinheiten sind die echt sowas von dermaßen böse, diese Viecher. Ich habe es ja schon mal erklärt, wie man den spielen sollte. Echt eine kranke Scheiße. Jemand bedroht die Wildnis? Handel schnell. So, kletten wir mal schnell den Ort verpassen hier. Das sollte nicht lange dauern. Boah, die ist ja ein bisschen Arsch. Schnell weg mit dir. Nein, 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 nein. Das wäre das Netz. So, dann ran an den Brunnen hier. Alle erstmal heilen, schön rumsiffeln. Ihr seid am Zug, gibt es Ärger? Jetzt haben wir hier unsere vier Irrwische. Super Sache. Jetzt bauen wir uns hier oben unsere Defender. So, setzen wir die mal ein Stück weiter weg. Die Orks dürfen das natürlich nicht sehen, bevor die fertig sind. Jemand bedroht die Wildnis. Sprecht frei heraus. Aschressor, nicht genügend Gold. Gut, 68, 2 Subli haben wir noch. Unser heiliger Hain wird entweiht. Was, wie, wo? Boah, verdammte Scheiße, die greifen ja jetzt schon an. Warum denn das? Wie haben die das denn jetzt schon wieder gesehen? Oh, es kotzt mich an. Sofort abbrechen hier. Das Ding muss noch weiter unten jetzt sitzen. Wie viele haben die mir gecasht? 3 Stück haben die mir abgenommen. Ich fasse es nicht. Jetzt muss ich hier oben natürlich kämpfen, ohne dass ich jetzt meine Urtum Defender im Hintergrund habe.
Das ist ganz schlicht. Hallo? Nicht genügend Gold. Wie gehört das ist nicht der Natur? Auf euer Zeichen, ihr. Das ist jetzt wirklich richtig mies für mich. Ach naja, wenigstens hat sie den Helm sofort erwischt, wenn du da siehst. So, komm hier, bauen die nächsten Defender. Wir brauchen die Viecher. Jetzt müssen wir in jedem Fall erstmal so schnell wie möglich den Turm hier abreißen. Die Jagd ist der Erfindung von Erlen. Na gut, bis jetzt sieht das noch alles relativ gut aus. Allerdings kann hier die ganze Sache ganz schnell umschwenken. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Produktionsgebäude der Orks. Also die können sehr, sehr schnell nachziehen. Da müssen wir vorsichtig sein. Versuchen wir jetzt erstmal die Baracke hier zu kicken. Das ist der Ruf der Natur. Ihr seid am Zug. Da müssen wir auch natürlich vorsichtig sein. Diese Feinde, die müssen auch definitiv weg. Ansonsten ist die Hälfte unserer Armee einfach mal kampfunfähig von heute auf morgen. Kostet meinen Speer. Ja, wie man jetzt hier auch sieht, ziehen wirklich sowas von dermaßen schnell Einheiten nach. Geht überhaupt nicht, eh. Gut, unser erstes Utu könnte sich jetzt einpflanzen. Noch eins ist jetzt fertig. Das wurzeln wir mal aus und bringen das zur Basis. Den versuchen wir definitiv gleich mal hier einzupflanzen, da der sehr viel Wasser eingreifen kann. Wunderbar, die erste Baracke haben wir hier schon mal gekickt. Scheiß gut, du greifst die Bowie an, dann machst du wesentlich mehr Schaden drauf. So, wie man jetzt sieht, also Beeilung ist es wirklich angebracht. Nur 37 Bäume stehen zwischen uns und den Untoten. Das wird mal wieder höllisch knapp. Das ist scheiße, der Blade Master ist jetzt auch wieder fertig von denen. So, natürlich gucken, dass wir hier so schnell einen großen Fokus kriegen, dass er gleich wieder weg ist. Super, das hat gut geklappt. Das nächste Urturm ist im Einmarschieren, den entwurzeln wir hier unten gleich mal. Ich habe kaum noch Nahkämpfer. Das ist richtig schlecht. So, das Urturm setzen wir dann erstmal hier rein. Ah, guck mal, du greifst den Tower ein, ne? Okay, kann noch nicht, die Reichweite hat er nicht. Kostet meinen Speer. Oh. 31 Bäume noch zwischen uns und den Untoten, das wird mal wieder wirklich knapp, ey. Aber so wirklich schimmig habe ich die Mission noch nie geschafft, ich weiß nicht, auch schwer. Wo ist mein drittes Urtum jetzt? Kommt das mal jemand ganz mal aus Morschen steht hier unten, dem ich rum, ey, ich fasse es mal wieder nicht. So, hier hin mit dir. Hallo? Gibt es Ärger? Ich mach mit. Kostet meinen Speer. Die Göttin, ich mach's auf euch. Gibt es Ärger? Werden wir erobert? Hallo? Warum wir hier oben erstmal den Tower weg? Und wenn der weg ist, können wir eigentlich schon mehr oder weniger durchlaufen. Ich ziehe jetzt einfach nur noch die U-Türme nach und die können den Rest für mich erledigen. Oh, dieser verdammte Stichangriff, der sowas von dermaßen tödlich für die Nachtelfen. Also bei den Nachtelfen sind wirklich die schlimmsten Angriffe, Stichangriffe und Belagerungsangriffe. Die machen die Typen richtig kaputt. So, und jetzt rennen wir durch. Wir haben nicht mehr wirklich Zeit, den Rest der Linie in unsere Ruhetume. In Position. Gibt es Ärger? Zielt genau ins Schwarze. Für die Bäume bedroht, die werden wir erobert. 22 Bäume haben wir noch. Jetzt Speer. Hier oben die ersten Gespenster hin. Die sehen alle mal aus wie der Szenarius. Das wird eng, das wird eng. Was ist der Ruf der Natur? Ich bin so hundertprozentig sicher, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr, ob unsere Urtume das noch schaffen werden, den Rest der Basis hier zu killen. Oh,
er brennt schon, das sieht nicht gut aus. Ach, da ist er auch schon down. Jemand bedroht die Gibt Wildnis? Es Ärger? Was ist der Ruf der Natur? Hier haben wir jetzt natürlich auch, naja, eine Belagerungseinheit, ich glaube, das ist gut, okay. Scheiß der Hund drauf. Die, die jetzt hier oben sind, die müssen das Ding jetzt ziehen. Ich denke mal, die schaffen das auch, das sieht eigentlich relativ gut aus. So, hier haben wir den nächsten Gespenster-Szenarios. Ich habe leider nichts mehr, um meine Einheiten nochmal zu heilen. Schade eigentlich. Die Rolle der Heilung habe ich ein bisschen zu früh vorbereitet. Ich habe eins ja auch schon hier mit durchgeschafft. Die sind alle down. Ah, hätte ich jetzt auch besser aufpassen müssen. Da habe ich jetzt ein paar Nahkämpfer einfach mal durch meine Drianen durchmarschieren lassen. Das ist natürlich nicht so unendlich intelligent. So, und das ist dann jetzt hier der letzte Gegner zwischen uns und dem Horn. Fokussieren wir den erstmal. Schauen wir mal, dass wir ihn so schnell wie möglich down kriegen, weil dieser ekelhafte Kettenblitz ist natürlich richtig widerlich. Okay, jetzt ist er im Arsch. Jetzt müssen wir natürlich diese anderen dämlichen Torwächter hier noch fokussieren. Das sieht echt ein bisschen dolle schlecht aus. Aber es sind noch 10 Räume. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich hoffe, unser Fokus reicht. Also wirklich, das Nachtziehen, das bringt mir auch nichts mehr. Wir haben nicht mehr früh genug hier oben sein. Definitiv überhaupt nicht. Aber egal, solange diese dämlichen Viecher jetzt hier auf meinen Held reinperlieren, werde ich das in jedem Fall noch schaffen. Da säuft er einfach mal schnell den Held rein und das ist alles ja auch kein Thema. 7 Bäume haben wir noch. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das werden wir machen, das Ding. Überhaupt gar kein Thema. Ratz, da ist der letzte Wächter down. Das Horn liegt frei. Die Mission ist damit geschafft. Endlich! Das Horn von Cenarius. Jetzt können wir Furion wecken. Das Horn ertönte und ich kam wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das macht mich wütend. Tretet herfür, ihr Recken von einst. Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten. Wie geht's weiter in Warcraft 3? Ein Druide allein reicht uns nicht, wir wollen mehr. Und so macht Hyande und Furion sich auf den Weg, die Klauen-Druiden zu erwecken. Während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Furion. Doch ich hätte euch nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Auf dem Weg zu den Klauen-Druiden sind die Goldminen nur spärlich gesät und so müssen wir mit unserer Basis ständig weiterziehen. Dabei werden wir natürlich noch attackiert von Orks. Untoten. Und zu allem Überfluss gibt es noch ausrastende Vorburgs. Also Freunde, wie ihr seht, es lohnt sich mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao.